Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge beim Bluemod Dark Souls Walkthrough. Und Bluemod ist völlig frustriert. Das will ich euch erklären, warum. Also, ich habe euch ja gesagt, oder ihr habt es ja gesehen, ich bin in NG+, bin beim Ziegendämon vorhin oder bei der letzten Folge irgendwie gescheitert. Ich hatte dann heute Morgen ein bisschen Zeit, aber nicht die Zeit auch irgendwie aufzunehmen. Deswegen hole ich das jetzt alles so ein bisschen nach und dann dachte ich mir, okay, alles zeigen, man weiß ja, man kennt ja die Mechanik, man weiß, wie es funktioniert und man macht jetzt einfach mal den Kram. Okay, dann habe ich losgelegt, habe halt Ziegennehmung gemacht, bin durch Sens Festung, mein Mikro ist runtergefallen, Moment, bin durch, Pannen bei Gloomord, Moment, Clip wieder dran. Okay, bin dann durch Sens Festung gerauscht, bin durch Arnor Londo durch, hab da alles gemacht, Herrschergefäß geholt und alles mögliche. Bin in die Katakomben rein, hab da auch den Boss gelegt, hab mich dann ein bisschen vorbereitet, weil, vielen Dank an denjenigen, der nochmal auf meinem Kanal nochmal gepostet hat, dass mir ein Wunder fehlt. Jawohl. Wo das ist, das werden wir uns gleich angucken in den Katakomben, aber was mir dann passiert ist und warum ich so verärgert bin. Ich bin dann irgendwann zu den vier Königen, hab da mir zwei Phantome geholt, die da gerade rumstanden. Ging alles wunderbar, zack, zieh, zack. Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt sind die Welten eigentlich so toll vorbereitet. Ja, ich platziere mal schnell das Herrschergefäß und dann schalte ich ein und zeige euch, wie man locker flockig nochmal diesen Eid sich holt und die Trophäe. Und da ist es passiert. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe durchgeklickt, klick, 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 auf einmal aus Versehen eingedrückt bei Kati. Und dann verschwindet diese blöde Schlange zum Kotzen. Ja, das heißt, ich habe in diesem Durchlauf es tatsächlich geschafft, das Ding zu verpassen. Total geil. Anscheinend will man es nicht gut mit mir meinen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, heute alles hingekriegt. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Heute Abend geht es dann nicht mehr. Und ab morgen ruft wieder die Arbeit. Dann ist es sowieso ein bisschen komplizierter für mich, hier den Kram aufzunehmen. Egal. Passiert ist passiert. Was habe ich gemacht? Ich bin jetzt in die gemalte Welt. Habe mich auf den Finstermond-Eid vorbereitet. Ich habe nochmal Andenken der Vergeltung hier gefarmt und oben bei den Mädels. Das habe ich euch irgendwann mal gezeigt. Das kennt ihr eigentlich alles. Deswegen wiederholen wir das nicht. Ich werde jetzt Folgendes tun. Wir gehen jetzt Richtung Katakomben. Da unten holen wir uns das eine Wunder, was wir vergessen haben. Das findet man da, wo man diesen Ring braucht, um überhaupt an das Grab des Finstermondes zu kommen. Oder beziehungsweise hinter das Grab zu gelangen, hinter so eine Statue. Da werden wir auch schnell hinspurten. Dann werden wir zum Finstermond-Eid uns teleportieren. Wie gesagt, Herrschergefäß liegt. Dann werden wir uns diesen Eid aneignen, werden uns die Wundertrophäe holen und dann fehlen wirklich nur noch zwei. Das ist wirklich nochmal das zweite Ende, Gewinn nochmal legen. Und dann fehlt mir halt auch leider nach wie vor bei Kati, also diesen Dark Race. Ich habe jetzt den Namen auf Deutsch vergessen, irgendwie nochmal beizutreten. Das kriegen wir auch noch hin. Die Painted World oder die gemalte Welt hier werde ich beenden, ohne Priscilla jetzt nochmal zu töten. Das lasse ich mir vielleicht nochmal offen für PvP, weil hier kann man das ein oder andere machen. Das heißt, wir laufen jetzt hier einfach durch. Ups. Ihr seht auch, ich habe mittlerweile 6 Götterzorn. Das liegt daran, dass ich auf jeden Fall nach den Katakomben im Grabmal der Riesen war und da unten nochmal die gute Rea befreit habe. Autsch. Und habe dann nochmal bei der die ganzen Wunder gelernt. Einfach mal so. Ja, wie gesagt, also die Platin ist nah. Ich hätte sie eigentlich heute schaffen können. Naja, ich sag's mal fast andersrum. Müssen. Ja, wenn ich Riesenhornochse nicht so blöd wäre. Ja, dann wäre das kein Thema gewesen. Echt? Kein Ding. Aber ich bin so blöd, ich sterbe wahrscheinlich jetzt noch hier. Ja. So, Meister Riesenbär da hinten.
Ich glaube, den umgehe ich jetzt einfach mal. Den locken wir mal da hinten aus der Reserve. Komm mal her. Na. Na, komm. So. Ich gehe mal in die Richtung. Du kannst da mal ein bisschen rumpoltern, Meister. Ja, ist egal. Ich meine, ich sag mal so, eigentlich ist es eine gerechte Strafe. Ich hab ja dadurch, dass ich ja einen Gedankenfehler oder einen Gedankenfehler am Anfang hatte bei dem Spiel, dass ich ja gesagt habe, ich mache mir einen neuen Account und mache die Platin nochmal neu und nehme das auch alles auf, damit man das mal sieht. Da kommst du rein, ne? Dabei habe ich ja sozusagen mit den Waffen leicht geschummelt, ja, dadurch, dass ich mich habe vorher für PvP mulen lassen. Das ist die gerechte Strafe. Normalerweise braucht man 2,5 Durchgänge, um das zu schaffen alles, ja, weil man die Seele von Wolf und Sif nochmal braucht. Da sind die 2,5 Durchgänge. Ich muss auch machen. Wegen diesem Eid. Ich muss mir sogar nochmal das Herrschergefäß holen. Ist egal. Das Spiel macht Spaß, ja, ich werde sowieso zocken, das heißt, 2-3 Aufnahmen kriegt ihr dann noch, ja, oder vielleicht freut ihr euch ja auch. So, wir reden jetzt mal wieder gut, ich glaube, ich weiß gar nicht, kann man direkt vorbeigehen? Ich habe das noch nie probiert, wir gucken mal. Ja, geht anscheinend. Also, man braucht die gar nicht anquatschen, man geht da einfach durch den Nebel durch und das hat sich dann. Ich hoffe mal, dass es so ist. Die Sequenz, ja, angucken müssen wir uns dann nicht, wir müssen jetzt eigentlich unten wieder landen. Einkehrknochen, schön, haben wir sogar eine Belohnung gekriegt dafür, dass wir runtergehüpft sind. Super. Okay. Runter an das Finstermondteil. Ich werde, da ich ja portieren kann, mir erstmal machen, obwohl, wo ich die Trophäe zuerst irgendwie erreiche, ist eigentlich egal, ob jetzt hier direkt oder dann. Na, Moment, könnte das wehtun. Hoppala. Na, es geht schon. Was ist das? Kann man das nochmal? Nee, ja, schade. Jetzt habt ihr gesehen, es sah so aus, als ob ich mir wie so ein Fakir jetzt selber ein Schwert in den Rachen reinstecke. Naja, okay, okay. Gut. Hier unten, das ist unser Finstermondgrab. Dahinter gibt es unseren Finstermond-Eid. Vorbereitet sind wir da drauf auf das Ding. Das heißt, ja, wenn wir schon mal hier sind, dann fangen wir damit an und dann holen wir uns noch irgendwie die Trophy für das Wunder. Das machen wir dann zuletzt. So, okay. Das heißt, wir müssen anlegen. Erstes Mal nehme ich mal hier meine göttliche Claymore sowieso, weil die Waffe gefällt mir auch besser. So, jetzt brauchen wir einen Ring. Den müsste ich jetzt eigentlich doppelt haben. Ich glaube, das ist der hier. Genau, dann geht das ganze Ding hier auf. So, da unten ist jetzt der sozusagen der Boss Optionales, ja, Gwendolyn, ja, hört schon mal an wie ein Mädchen, ist aber ein Typ. Halt! So. This is the tomb of the great Lord Gwyn. Tarnished it shall not be by the feet of men. If thou art a true disciple of the Dark Sun, cast aside thine ire. Hear the voice of mine self, Gwendolyn, and kneel before me. Okay, jetzt muss man hier dazwischen gehen. Und hier niederknien. Und dann kann man den Eid des Finstermondes ablegen. O disciple of the dark sun, thou hast journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I shalt protect thee, safeguarding thy person with the power of the dark moon. Okay, diesen Eid wollen wir leisten. Schabum. Ja, dann haben wir das schon mal. So, jetzt kriegen wir einen schönen Ring und einen blauen Augapfel. Mit dem Augapfel können wir bei Schuldigen einbrechen. Das ist das Gegenteil zu dem Roten. Der Rote ist ja so einer, der ja quasi... Ja, das ist so die dunkle Seite der Macht. Ja, das ist die helle Seite der Macht. Und mit dem Mondklingenden Ring können wir, egal in welcher Welt wir sind, wenn wir den anlegen, werden wir dann rübergerufen, wenn hier irgendeiner Dargana Londo gemacht hat und sich schuldig gemacht hat hier und Prinzessin oder sonst irgendwas hier gelegt hat. Okay, sehr schön. Eid haben wir. Very well. Now thou art a blade of the dark moon, hunteth the enemies of the lords by the power of the dark sun. Das ist übrigens mein Lieblingseid, ja, also hier bin ich am liebsten drin. Warum? Keine Ahnung. Es
für mich ist es irgendwie cool, irgendwie was Gutes zu leisten. Und andererseits kriegt man auch hier, wenn man auf Stufe 1 kommt, wirklich den allerstärksten Waffenbuff. Ja, der ist fantastisch. Ja. Und hier macht Rang 3 im Covenant oder im Eid sogar einen richtigen Sinn. Ja, in den ganzen anderen im Spiel macht das irgendwie gar keinen Sinn, das zu pushen. Keine Ahnung, warum dann 3 Stufen integriert wurden. Aber wenn man hier Stufe 1 kriegt, dann kriegt man dieses Wunder für die Waffe, um die Waffe zu casten, zu verzaubern. Und wenn man dann Stufe 2 und 3 wird, dann versteckt das diesen Buff und das ist geil. Ja, und so muss es eigentlich sein. Ich weiß nicht, was sie bei den anderen sich gedacht haben. Na gut, deswegen, das hier werde ich sowieso bleiben. Das jetzt werde ich Andenken der Vergeltung darbieten. Das muss man hier machen. 10 Stück, um Stufe 1 zu erreichen. Da kriegt man einen guten Talisman. Und ihr werdet gleich sehen, wenn man das 10 Mal gemacht hat, dann kriegt man auch dieses Wunder. Und dann trennt uns wirklich nur noch ein einziges Wunder, das wir vergessen haben, das wir dann schnell noch holen in dieser Folge. Ich denke mal, ich mache da keinen Bruch in dem Spiel, sondern wenn das jetzt eine halbe Stunde dauert, dann ziehen wir das eine halbe Stunde lang durch. Ja, die Folge, und dann gehen wir da schnell durch. So, jetzt bieten wir das schnell da. Diese Andenken übrigens der Vergeltung, die farben man dann halt, entweder kann man sie halt, wie ich es jetzt nochmal schnell diese 10 Stück gemacht habe, es hat nicht lange gedauert, 10 Minuten, kann man sie halt in der Painted World machen, in der gemalten Welt, oder man macht halt PvP, invaded halt mit dem blauen Auge da, das man hier gekriegt hat, halt andere Welten, und wenn man gewinnt, dann kriegt man immer so ein Andenken der Vergeltung. Man braucht insgesamt 80, das ist eine ganz schöne Menge, ja, um den Eid voll zu vertiefen, also auf Rang 3 zu bringen. Das dauert einen Moment, ist aber gar nicht tragisch. Ja, das macht ja Spaß, da macht mal ein bisschen PvP. Ist eigentlich eine ganz witzige Sache. So, da haben wir es. Wunder Finstermondschwert, das ist wirklich der stärkste Buff im Spiel. Es gibt nichts Besseres. Definitiv nicht. Ja. Wenn das Ding voll ausgebaut ist, man den Char richtig geskillt hat, dann ist das Nonplusultra. Ja, da hält nichts mit. So, muss aber auch, ich meine, man jagt ja Schuldige, ne? Ist ja klar, man bricht irgendwo ein, stehen sie auf einmal zu dritt vor einem, ne? Da muss man auch ein bisschen Gas geben. So, Finstermond-Talisman, der lohnt sich wirklich erst zu tragen, also der verstärkt die ganzen Sachen erst wirklich erst dann gut, wenn man wirklich über 40 Wille hat. Ne? Vorher sind andere Talismänner von der Skalierung her etwas besser. Ja? Also ab 40 Wille lohnt sich das Ding erst. Ne? Da wir ja 42 haben, nehmen wir den doch dankend an. So, das heißt, das hätten wir gemacht. Normalerweise hätte jetzt hier sowieso, also eigentlich alles aufpoppen müssen. Ist es noch nicht. Also sprich, unsere Wundertrophäe. Wir ihr seid schuld. Da haben wir tatsächlich ein Ding verpasst. Ja, das legen wir jetzt erstmal raus. Den hier brauchen wir momentan eigentlich auch nicht. Das heißt, da legen wir uns wieder was Agiles rein. So. Okay. Wir sind jetzt ein edler Ritter. Ich guck mal, ob ich noch das ein oder andere Levelchen machen kann. So, aufsteigen. Da geht noch was. Ich bin momentan dabei, Wille zu pushen. Ich werde auf jeden Fall auf den Wert 50 gehen. Meine Endskillung habe ich mir schon ungefähr ein bisschen überlegt, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also die Vitalität wird auf 40 steigen. Die Zauberei werde ich auf 23 wahrscheinlich machen. Dann habe ich 6 Slots. Und die Stärke auf 27 und das war's dann. Dann habe ich Soul Level, achso, und Will auf 50. Dann müsste ich Level 135 sein. So bleibe ich dann erstmal. Dann kann ich zwar nicht an den offiziellen Turnieren teilnehmen, mit dem wir die Beschränkung von 125 haben, aber dafür ist der Char nicht gedacht. Das ist mein Platin-Char. Hiermit mache ich ganz andere Dinge. Hiermit mache ich ein bisschen PvP, zeitweise vielleicht mal ein bisschen. Hiermit mache ich ein bisschen PvE. Oder weitgehend PvE. Ich werde auf jeden Fall mir auch nochmal alle Waffen herstellen, alle seltenen. Das heißt, ich plane, diesen Platin-Char auch wirklich als Platin-Char zu haben. So, dass wenn ihr später mal, ich könnte ja schon mal rumportieren, Leute. Also, falls ihr später mal Probleme habt, die Platin-Trophäe zu kriegen und ihr braucht unaufgewertete Waffen, weil da gibt es ja so einen kleinen Bug, ne? Wenn man aufgewertete Waffen sich geben lässt, dann poppt diese Trophäe oft nicht auf, ja, das für die seltenen Waffen, diese Knight's Honor Trophy. Und dann kann man das hiermit, da kann man mich mal fragen,
Ja, kann man sagen, hier, ich bin gerade Level, keine Ahnung, mit 135 müsste ich eigentlich alles von 115 bis, keine Ahnung, bis 150 rufen können. Ja, dann geht das. Ja, okay. Gut. Wir lassen mal kurz, blasen mal kurz hier ab. Was wir jetzt machen, wir holen uns jetzt das letzte Wunder. Also es müsste nur noch eins fehlen, das ist unten in den Katakomben. Da zeige ich euch von hier aus mal direkt, wie man da hinkommt. Da hier, der hier wird nicht mehr mit mir reden, gehe ich mal stark davon aus, weil ich das hier wieder, ja, da sieht man es wieder, ja, verkackt habe. Ja, ja, chill, komm, verpiss dich. Ja, Mann. Ja, gut. Was ich aber auch gemacht hatte, das müsste dann halt der Fall sein, wenn Nito kommt. Ich habe mit Patches, als ich in den Katakomben war, noch ein paar Mal gesprochen. Es ist zu empfehlen, bis er euch in die Grube runterstößt, verneint jedes Mal seine Fragen. Immer verneinen. Ja, wenn er euch in die Grube stößt, dann geht ihr wieder zu ihm, dann bittet er um Verzeihung. Und wenn ihr ihm dann verzeiht, dann ist okay. Und wenn ihr dann Nito legt, ja, dann sollte der Kerl normalerweise dann hier sitzen. Ja. Und dann könnt ihr bei dem gewisse Dinge kaufen. Wenn mir das noch gelingen sollte, in irgendeiner Art und Weise, dann zeige ich euch das noch. Ja. Aber ich muss Nito sowieso noch legen. So gesehen, ja, passt es dann schon. Vielleicht mache ich das dann irgendwann mal heute Nacht oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist halt traurig. Ich hätte eigentlich wirklich mit diesem zweiten Durchgang, also eigentlich beim Ende, das wäre natürlich auch ein guter Abgang gewesen, da die Platin-Trophy zu kriegen, aber naja, gut. So ist das Leben, ja, so hart kann es sein, ne, jetzt Platin-Trophy nicht gekriegt. Okay, ich hole mir mal das Bonfire hier, Mann, ist der zügig hier unterwegs. Beziehungsweise setze mich einfach mal hier hin. So, also, ab hier. Also, das setzt voraus, dass man die Katakomben irgendwie gespielt hat schon, ne? Also, dann zeige ich euch von hier aus den Weg, wie man das machen kann, weil man übersieht das Teil gerne. Okay, also, von hier aus geht man hier hoch. Ignoriert erstmal irgendwie alles. Wie gesagt, das NG Plus, jetzt ein bisschen Vorsicht, ne? Das tut hier ein bisschen mehr weh alles jetzt. Die zwei Brücken, die sollten natürlich, also die Brücken sollten alle aktiviert sein, das ist auch klar. Och, jetzt hau doch ab hier. Ist er wieder aufgestanden? Lebt hier noch irgendwo auch was? Nee, oder? Gut, ein Fältchen mitnehmen. Kurz was trinken. So, die Brücke hier unten, die muss aktiviert sein. Auf die können wir dann von hier aus locker drauf springen. So, und dann geht's hier lang. So. Genau. So, normalerweise würde euch von da oben jetzt so ein Fuzzi beschießen oder die wieder zum Aufstehen erbringen. So, hier gibt's ja diesen Geheimgang, zu dem man kommt, um den Ring hinten zu looten. Ne? So, jetzt ignoriert man einfach mal hier alles. Probiert es zumindest. Und ups. Und geht hier durch. Also hier rechts. Ne? So, dann rechts. Ich kriege mal trotzdem was, falls mich doch was überrascht. Dann müssen wir links. Dann hier die Leiter hoch. Hoch. Genau. Ja, ja. Flup, flup. Also da hätte man, ich war schon mal hier, deswegen ich habe es ein bisschen geklärt. Normalerweise ist da jetzt noch ein guter Mann, der uns dann irgendwie auf die Nüsse geht. So, und hier, halt, Moment. Ja, genau, hier. Autsch. So, und hier müsste das letzte Wunder stecken. Da ist es. Friedlicher Spaziergang. Und ich hoffe, dass ich jetzt wirklich alle habe. Jawohl. So, Prayer of the Maiden. Ich habe es geschafft. Eieiei. Gut. Kürzen den Weg, ne? Jetzt müssen wir drumherum laufen. Also, ich habe es tatsächlich jetzt so geschafft, ja, ja, einer der letzten Trophäen zu bekommen. So, wir kehren an das Bonfire zurück.
Das ist doch schön, dass das funktioniert hat. Hätte mich jetzt auch geärgert, wenn es nicht geklappt hätte. Hab schon genug Scheiße gebaut heute. Okay, wir gehen ganz kurz rein in unsere Trophäensammlung. Also es müssten jetzt haargenau noch zwei fehlen. Ja, und das wäre halt gewesen, ich hätte es wirklich heute abschließen können. So, 88%, super gut. Das heißt, mir fehlt das alternative Ende, das steckt hier dahinter. Und mir fehlt das hier, ein Covenant. Ne? Also ein Eid fehlt mir halt einfach noch. Das ist das, was ich noch brauche, den Rest habe ich. Ja. Den Rest habe ich. Also, Vorgehensweise wird sein. Ich werde mich jetzt irgendwie durchprügeln. Werde meine Fürstenseelen holen, damit ich das Ende spielen kann. Werde nochmal gucken, ob ich nochmal Patches finde. Das heißt also Nito machen. Das heißt, im Prinzip parke ich mich jetzt hier und werde einfach jetzt eine Runde runterbrausen. Vielleicht wollt ihr das ja auch nochmal sehen, wie man zum Endboss kommt. Nö, das ist langweilig. Das kennen wir alles. Das ist alles Gebiet, das habt ihr alles gesehen. Ja? Okay, eine knappe 20-minütige Folge von Gloomord. Viel Spaß dabei. Gloomord, merkt euch einfach, Gloomord hat es mal wieder verkackt. Aber er bleibt dran. Ja, ich werde euch auch immer noch zwei, drei Sachen bieten und zeigen. Die Platin ist nicht mehr weit weg. Wie das Spiel funktioniert, wissen wir jetzt alle. Das wusstet ihr auch schon vorher. Ihr keine Ahnung, warum ich das überhaupt hier alles gemacht habe. Es hat einfach Spaß gemacht. Alles klar, dann bis später. Euer Gloomord. Ciao, ciao.